Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ich freue mich total, dass ihr meine Gäste seid. Ich möchte mich etwas zurecht machen und zwar bin ich gleich auf einer Kinderkommunion eingeladen. Das hier ist schon mal mein Shirt, das hier ist mein Jäckchen, das ich gleich drüber ziehen werde. Alles ist soweit fertig, jetzt fehlt mir nur noch ein schöner Look auf den Augen. Und weil ich heute nicht so badaboom sein wollte, habe ich mir diese Palette hier ausgesucht. Das ist die Nude Prism von Luna Beauty. Und dazu passend habe ich auch, ich sehe jetzt gerade, die habe ich noch nicht ausgepackt, zu der passend habe ich auch die Face Palette. Na, komm raus, Schatz. So. Die sieht so aus und die sieht von innen so aus. Und ja, die werde ich mir jetzt jedenfalls aufs Auge bringen. So, mal ein bisschen Platz machen. Das ist immer noch ein bisschen ungewohnt für mich, aber naja, gut. So, am Anfang werde ich mir jetzt erstmal etwas Puder auftragen. Genau, das ist mein Puder. Ja. Ich glaube, ansonsten habe ich alles einen schönen. Den habe ich jetzt in meiner Handtasche, ne? Wo ist meine Handtasche? Da ist meine Handtasche. Die hole ich gleich. Also Lippenstift ist in meiner Handtasche. Okay, gut. Ich fange einfach mal an, weil ich muss mich doch ein bisschen beeilen heute Morgen. Die habe ich auch noch nie gehabt, dass samstags eine Kinderkommunion war. Aber naja. Wer weiß, warum. Es ist ja heutzutage wirklich so, dass ganz viele Gemeinden gar keinen Priester mehr haben. Und was ich jetzt nicht, nicht kommentieren möchte. ich bezeichne mich selbst als sehr gläubig. Aber ich glaube eben an den Ewigen da oben und nicht an sein Bodenpersonal. Insofern halte ich mich da raus. Bin immer noch katholisch getauft, weil das würde meinen Eltern wirklich das Herz brechen, wenn ich das beenden würde. Aber naja, gut. Auf die 40 Euro im Monat kommt es auch nicht an. So, Ich weiß nicht, was ich im Moment habe. Immer wenn ich anfange zu filmen, juckt mein Ohr. Was ist das? Ist das ein Ohrwurm? ein Videowurm? Naja, okay. So, ich denke, das ist so okay. Dann nehme ich mir meinen Lieblingspinsel und werde mir als erstes hier diesen Ton aufs Auge geben. Der heißt Bear. Das ist... Sein Name ist wahrscheinlich Programm, jawohl. also nackt heißt das ja, ne? Bare feet, bare skin. Das heißt einfach nackt, also ohne was drauf zu haben. Oder ohne Schuhe oder sowas, ne? Das heißt einfach bare. Und deswegen, der Name ist Programm, würde ich sagen. So. Sehr schön. Obwohl, ich gucke nochmal hier. Ja. Sehr schön. Gut, dann nehme ich für den Inner Corner, zum Vertiefen, nehme ich den Ton Moody. Das ist ein ganz dunkler Braunton, den mag ich sehr, sehr gerne. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Also das... Wie ihr seht, der ist doch sehr pigmentiert. Und den gebe ich mir jetzt erstmal nur hier hinten hin. Yep. So, und wenn ich das aufgegeben habe, dann mache ich das hier ein bisschen dunkler, hier in die Ecke nur. Okay. Mache ich hier nur so ein bisschen. Genau. Sehr schön. So, den streife ich ein bisschen am Handrücken ab. Dann gehe ich aufs Auge mit dem Ton Milk Tea. Das
Es ist so ein leicht rosanes Braun. Also, ich finde, das hier ist wirklich die schönste Nude-Palette, die ich kenne. Und weil die eben nicht so beige-nude ist, sondern einfach sehr, ja, sehr, sehr trotzdem farbig ist. Also, ich finde die Töne hier alle echt schön. So. Und dann habe ich nämlich auch schon eine recht gute Base geschaffen. Eben gucken. Wo habe ich heute Augenringe? Mein Gott, ich habe auch sehr schlecht geschlafen. Ach ja. Moment, das mache ich hier noch ein bisschen. So, und zum Vertiefen nehme ich aber auch noch hier diesen Sakura-Ton. Den nehme ich mir noch mal hier hinten ein bisschen. Hier. Ist das ungefähr gleich? Ja, ich würde sagen, ja, oder? Ja. So. Jetzt gehe ich nach hier vorne. Werde ich noch einen hellen Ton auftragen. Mal gucken, ob das funktioniert. Nehme mal einen kleineren Pinsel. Gehe hier in Cherry Blossom rein. Oh, der hat ein bisschen Kickback. Oh ja. Ja, das macht das Ganze ein bisschen mehr rosig. Kann ich auch ein bisschen hier zum Verblenden nehmen. Ja, das ist schön. Ja. Okay. Das Besondere an dieser Palette sind natürlich die Schimmertöne. Ich werde jetzt als erstes aufs Lid werde ich den Ton Sam nehmen. Der sieht hier bei euch total dunkel aus, aber der ist, guck mal, wie schön wässrig der ist. Der ist einfach nur schön. Oh, ist der ein bisschen eingetrocknet? Ah, nee, doch nicht. So, dann nehme ich aber nochmal den Pinsel. Da war ja dieses Cherry Blossom nur dran. Den kann ich also sehr gut nehmen, für weiterzuarbeiten. Dann nehme ich hier diesen Ton. Laura, entschuldige. Oh, die arme Laura. Trag mir das hier hin. Einfach um hier so ein Gesamtbild zu kreieren. Sehr schön. Und in den Inner Corner gehe ich in So Icy. Und unters Auge gehe ich nochmal mit Sakura.
dieses Expose. Gib mir das hier so ein bisschen hier hinten hin. Ja. Ja, das ist schön. So gefällt mir das. Ein sehr schöner Look, finde ich. Ich könnte hier noch mal ein bisschen nachgehen, ne? Mhm. Gehe ich noch mal in den Icy Ton. Ja. Ist mir das jetzt zu dunkel? Ja, sehr schön. Okay, dann mache ich mir erstmal ein bisschen Fixing Spray drauf. Okay. Hoffentlich ist es bald mal aufgebraucht. So, mal eben. So, das. Denn dann mache ich als nächstes erstmal meine Mascara drauf. Sehr schön. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm. Ich habe gestern mir LOL, also LOL, bei Amazon angeguckt. Die neue Staffel. Und seitdem habe ich ein ganz furchtbares Lied im Kopf. Ich singe euch das jetzt nicht nach, weil sonst habt ihr das selber im Kopf. Wer es kennt, schreibt es mal hier drunter. Ob ihr wisst, was ich meine. Ich liebe ja richtig. Also ich mag keine Komödien oder sowas, aber ich liebe so richtigen Quatsch. Ne? Also ich könnte mich zum Beispiel über Monty Python, könnte ich mich wegschmeißen. Das, also, und zwar jedes Mal. Ich habe die das erste Mal gesehen, da war ich noch auf dem Gymnasium. Also es ist schon lange her. Und da hat mich diese Truppe schon derartig fertig gemacht. Es ist so geil, ehrlich, ey. Was die für einen Schwachsinn manchmal erzählt haben. Ja, sehr schön. So, aber jetzt gehen wir erstmal weiter in meinem Programm. In meinem Programm, jetzt habe ich Schluck auf. Läuft heute bei dir, Claudi. So, zum Outfit werde ich diesen Ton hier wählen. Spitze hier und mache hier oben ein bisschen Kontur mit dem braunen Ton hier drin. Was ist das denn? Ja. Aber ich muss hier nochmal mit dem Puder nachgehen. Ich glänze. Das mag ich überhaupt nicht.
Weiße. Genau, und meinen absoluten Lieblingslippenstift nehme ich dazu, den Petal. Einen Moment, ich schnapp mir nur mal eben meine Tasche. So. Ja, da bin ich schon wieder. So, das ist der Petal. Und den erstens hält der sehr schön und ich. Ja. Ja. Ich finde, so kann ich gehen. Ja, in dem Blush ist etwas Highlighter drin, deswegen, das, ich war jetzt hier unten rangegangen und deswegen sieht das jetzt so aus. Seht ihr hier den Schimmer schon? Das ist, ja, sehr, sehr schön, aber nichts für mich. Wenn ich es nicht, also ich mache Highlighter dahin, wo ich will, dass ich glänze und nicht, wo andere das wollen. So, okay, also, das ist mein Look. Meine Haare werde ich gleich noch ein bisschen aufschwuschen. Und dann bin ich fertig. Was haltet ihr davon? Kann ich damit zu einer Kinderkommunion gehen? Ich denke, ja. Ne? Also es ist sehr dezent, finde ich. Und es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn ihr diese Palette irgendwo findet, nehmt sie euch. Sie ist ein absoluter, absoluter Schatz. Und ja, und wenn, dann auch die Palette dabei, weil dann seid ihr wirklich ausgestattet mit allem, was so nudig und ja, etwas zurückhaltend ist, aber ihr seht ja, die Pigmentierung ist trotzdem sehr gut. Also da kann ich wirklich nur sagen, fantastisch. So, ihr Lieben, das war's für heute erstmal. Also ich habe auf jeden Fall vor, heute Abend live zu gehen um 19 Uhr. Dann habe ich ja gesagt, ich würde erstmal meine ganzen Natascha-Sachen euch zeigen. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch so weiter, jede Woche so ein bisschen. Also ich würde sagen, dann haben wir in 3 Wochen, haben wir dann die erste Schublade hier oben erledigt, weil ich möchte die euch schon etwas intensiver zeigen, meine Schätze. Und ansonsten quatschen wir, ne, wie immer. Also, und das finde ich eigentlich noch besser, als mich nur für die Lidschatten zu treffen. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf, ne? Habt ein schönes Wochenende, passt aber auf euch auf, bleibt oder werdet bitte gesund, das ist das Allerwichtigste. Und drückt uns doch bitte die Daumen, dass die Sonne nachher mal rauskommt, weil hier ist es so 9 Grad Nieselregen. Also das optimale Wetter für eine Kinderkommunion, wenn die armen Mädchen da mit den Kleidchen und so. Oh, naja, aber drückt uns bitte oder cross fingers for better weather. Und also für besseres Wetter. Und ja, wir sehen uns also zu 99,9% heute Abend. Ja, bis dann, eure Claudi. Muah.